Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag zu einer neuen Ausgabe Update Wirtschaft. Wir erklären Zusammenhänge zwischen Politik, Wirtschaft und Finanzmärkten. Die Politik gibt derzeit den Takt vor, was in Berlin entschieden wird. Das hat auch enorme Auswirkungen auf die Finanzmärkte, so auch die Reise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Am Wochenende war er in Katar und heute reist er in die Vereinigten Arabischen Emirate. Da geht es um Partnerschaften für grünen Wasserstoff. Das dürfte noch Zukunftsmusik sein. Viel wichtiger sind die Vereinbarungen, die mit Katar getroffen wurden oder noch werden. Hier geht es nämlich um die Lieferung von Flüssiggas, auch um kurzfristige Lieferungen. Aber das ersetzt russisches Gas noch nicht. Wir brauchen russisches Gas noch. Derweil steigen die Energiepreise weiter und das belastet die deutsche Wirtschaft enorm. Fast alle deutschen Unternehmen leiden unter den Folgen des Krieges, vor allem wegen der gestiegenen Energiepreise. Was würde erst geschehen bei einem Energieembargo und wie kann der Staat da helfen oder unterstützen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Karin Pittel. Sie ist Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. Frau Pittel, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, Herr Habeck ist am Wochenende zu einer sehr wichtigen Reise angetreten. Mission Energie kann man es nennen. Ich hoffe, es ist keine Mission Mission Impossible sozusagen. Was kann kurzfristig ersetzt werden? Wie viel des russischen Gases und des Öls kann eigentlich kurzfristig ersetzt werden? Ja, beim Erdöl haben wir grundsätzlich geringere Probleme, weil die Märkte da wesentlich fluider sind. Das heißt also, ein Ersatz aus anderen Quellen ist grundsätzlich erstmal möglich, hängt aber natürlich auch davon ab, wie die OPEC ihre zukünftigen Förderentscheidungen ausgestaltet und ob sie etwas mehr dann tatsächlich auch fördern würde, wenn Russland einem Embargo unterliegen würde oder seine Lieferungen einstellt. Erdgasbereich ist etwas komplizierter. Da gibt es vor allen Dingen Schätzungen auf europäischer Ebene, dass man eine gewisse Menge mehr über Pipelines aus Norwegen oder eben auch aus Algerien oder Aserbaidschan importieren könnte. Das hält sich aber sehr in Grenzen. Und die andere Option ist eben zusätzlich Flüssiggas zu importieren. So auch die Mission nach Katar. Also ging es eben auch darum, ob man da die Importe steigern kann. Aber da muss man auch immer davon berücksichtigen, dass im Endeffekt Deutschland keine eigenen Terminals hat. Insofern muss das auch mit den europäischen Nachbarn koordiniert werden. Also übermorgen bekommen wir noch kein Flüssiggas aus Katar. Kann man das so deuten? Das hängt davon ab, was jetzt abgemacht wurde. Es sind eher langfristige Verträge, an denen natürlich auch Interesse besteht. Und wenn es um kurzfristige Lieferungen geht, dann ist natürlich vor allen Dingen der Preis erstmal entscheidend, den Europa zahlt, im Gegensatz zu Asien. Asien ist der größte Abnehmer für Flüssiggas. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass wir mehr Flüssiggas auch bekommen in den nächsten Tagen und Wochen. Aber es hängt eben sehr stark davon ab, wie sich die Preise entwickeln. Und man muss auch sagen, wir importieren inzwischen mehr Flüssiggas, als wir zum Beispiel Gas aus Russland insgesamt bekommen, auf EU-Ebene. Das heißt, die Menge, die wir bisher haben, das waren ja 55% des Gases, des importierten Gases, stammt aus Russland. Die hat sich verringert schon inzwischen? Die hat sich auch schon verringert. Es ist mal sehr schwer zu sagen, wie viel das genau ist, weil es für Deutschland da nur Bruttorechnungen gibt. Also was kommt insgesamt rein? Und manches wird eben nur durchgeleitet. Aber insgesamt sind die Lieferungen aus Russland eben durchaus gesunken, weil nur noch das exportiert wird, was tatsächlich über langfristige Verträge festgelegt ist. Im Gegensatz dazu haben wir eben eine wesentlich höhere Auslastung auch der Flüssiggasterminals als noch vor ein, zwei Jahren. Das ist teilweise in Europa, im Nordeuropa schon nahe einer Auslastungsgrenze. In Südeuropa dagegen sind noch einige Kapazitäten frei. Wir haben weiter steigende Preise. Rohöl steigt an diesem Morgen und die Unternehmen sagen, wir alle leiden praktisch unter den Folgen des Krieges. Man muss natürlich sagen, in der Ukraine ist das Leid ein ganz anderes. Das darf man nie vergessen. Aber nichtsdestotrotz, was bedeutet das für deutsche Unternehmen? Welche Branchen sind denn am meisten von diesen steigenden Preisen betroffen? Das sind natürlich erstmal die Branchen, die sehr viel Gas einsetzen, sehr viel Erdgas einsetzen, weil da sind die Preise erstmal im Laufe des letzten Jahres am meisten gestiegen. Und das ist zum Beispiel die Chemie, die Grundstoffchemie, aber eben auch die Metallerzeugung. Aber das zieht sich eben über sehr viele Wirtschaftsbranchen hinweg. Und da ist dann immer die Frage, inwieweit können die Unternehmen tatsächlich diese gestiegenen Kosten auch an ihre Kunden weitergeben?
davon hängt natürlich sehr stark ab, wie viel Sie im Endeffekt davon betroffen sind. Es gibt schon einige Unternehmen aus der Papierindustrie, aber auch aus der Stahlindustrie, ein Werk in Bayern zum Beispiel, das die Produktion schon gestoppt hat, weil sie einfach die Preise nicht mehr stemmen können. Wird sich das jetzt so fortpflanzen? Gibt es immer mehr Produktionsausfälle? Es wird sehr stark davon abhängig sein, wie sich die Preise weiterentwickeln. Es ist im Moment nicht abzusehen, dass es wieder zu einem schnellen Rückgang der Gaspreise oder auch der Erdölpreise kommt. Aber je nachdem wird natürlich immer mehr Unternehmen das ja eine Option sein, ob man die Produktion jetzt einstellt, gerade in Bereichen eben, wo man aus anderen Ländern, wo die Preise vielleicht nicht so gestiegen sind, alternativ importieren könnte. Solange man noch Gas und Öl aus Russland importiert, sitzt Putin noch am längeren Hebel. Finanziert man, das ist ja auch der Vorwurf, den Krieg immer weiter mit. Es gibt heute wieder Spekulationen, dass die EU ein Embargo beschließt. Ist das ein realistisches Szenario? Also wenn man beobachtet, was aktuell auf politischer Ebene an Aktivitäten herrscht, dass im Prinzip genau sich angeschaut wird, wer wie betroffen sein würde, welche Industrien möglicherweise zumindest über kurze Zeit stillgelegt werden müssten, wenn es zu einem Stopp der Lieferungen aus Russland kommt. Wenn man beobachtet, wie versucht wird, aus anderen Quellen Erdgas zu sichern, so deutet das schon darauf hin, dass zumindest diese Option sehr stark in Erwägung gezogen wird. Und auch die Aktivitäten in Deutschland würde ich so interpretieren, dass man diese Option zumindest vielleicht mehr erwartet, als es offiziell politisch noch kommuniziert wird. Dann lassen Sie uns doch mal durchspielen, was Stand jetzt, was wir jetzt wissen, passieren würde, wenn es tatsächlich ein Energieembargo gäbe. Würde das bedeuten, dass tatsächlich in Deutschland nichts mehr geht? Im schlimmsten Fall. Nein. Also ich meine, die Frage ist, was man unter nichts mehr geht versteht. Also in der Industrie. Zum einen, wir haben ja das ist auf jeden Fall auch übertrieben. Ich meine, wir können einmal den Strom, den die Industrie ja auch nutzt, zu großen Teilen ersetzen. Also den Erdgas produzierten Strom durch zum Beispiel Braunkohle oder Steinkohle. Das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich auch nicht alle Industrien im gleichen Maße betroffen sind. Einige haben es einfacher quasi rauszusubstituieren aus Erdgas und andere Energieträger, Erdöl zum Beispiel, einzusetzen. Bei anderen ist das wesentlich schwieriger. Also es ist vor allen Dingen natürlich auch dort schwierig, wo tatsächlich Erdgas quasi stofflich verwendet wird und nicht zur Energienutzung. Da gibt es inzwischen auch Berechnungen und die Möglichkeiten zur Substitution, wie gesagt, schwanken zwischen den Sektoren, sind aber insgesamt doch relativ eingeschränkt. Das heißt, wenn man eine Lücke haben wird, und das ist abzusehen im nächsten Winter, was die Gasversorgung der Industrie angeht, da muss man sich eben genau überlegen, wo man im Prinzip Produktion einstellt und möglichst eben dort, wo es dann am wenigsten Konsequenzen auch für nachgelagerte Branchen hat. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, kurzfristig wäre das tatsächlich handelbar oder handhabbar, wie es die Leopoldina schon mal gesagt hat, für die deutsche Wirtschaft ein Embargo. Es wäre handelbar, aber es würde natürlich schon in gewissem Umfang zu einem Einbruch der Wirtschaftsleistung auch auf makroökonomischer Perspektive führen. Das heißt, es würde potenziell zu einer Rezession kommen. Die Studie der Leopoldina war da relativ kurz und ging da natürlich nicht auf einzelne Sektoren ein. Also insgesamt handelbar, aber für einige Industrien durchaus dramatisch. Wahrscheinlich auch für die chemische Industrie, die ja das meiste Erdgas sozusagen braucht, auch für die Herstellung der chemischen Produkte. Und 95% der Industrien nutzen chemische Produkte. Das wäre dann schon eine Art Dominostein, der da umfallen könnte. Richtig, also da es ja nicht so ist, dass wir gar kein Gas mehr für die Industrie haben, nach allen Prognosen, müsste man da sehr gezielt überlegen, wo eben tatsächlich es zu gewollten quasi auch Abschneiden vom Erdgasverbrauch kommt. Müsste sich überlegen, wie man mit diesen Unternehmen dann auch umgeht, welche Kompensationen möglich wären. Das sind alles Fragen, die dann in den nächsten Wochen sehr schnell zu klären sind. Günstigere Kredite für energieintensive Unternehmen, um sie kurzfristig zu stützen. Also der Staat muss eingreifen, muss helfen?
Es würde auf jeden Fall Sinn machen, für den Staat zu unterstützen, und günstige Kredite sind insofern dann auch eine Möglichkeit, weil sie quasi die Last zwischen den Unternehmen und dem Staat aufteilen. Der Staat würde günstigere Kredite ermöglichen, aber die Unternehmen müssten auch in der Zukunft natürlich Kredite zurückzahlen. Insofern würden es auch nur die in Anspruch nehmen, die es tatsächlich unbedingt brauchen. Und die, die wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen mehr mit dem Rücken zur Wand stehen, die werden dann auch weiter Schwierigkeiten haben, oder für Sie wird sich die Lage weiter zuspitzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Pitte. Und ja, wir werden sehen. Es gibt viele offene Fragen, wie es jetzt letztendlich weitergeht, was diese Woche noch auf uns zukommt. Vielen Dank. Und wir schauen zunächst mal auf die Finanzmärkte aus dem Ausland. Hat der Krieg in der Ukraine die Märkte beeinflusst? Wir schauen zunächst auf den Handel in Asien. Dort gibt es ein gemischtes Bild. In Shanghai ging es leicht nach oben, 0,1%. In Hongkong, da gaben die Kurse nach um 1%. In Tokio wiederum ein Plus von 0,7%. Und in den USA, da sah es noch besser aus. Also die US-Märkte haben sich mit deutlichen Pluspunkten am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Der Dow Jones kletterte um 0,8%, die Nasdaq um 2,1% und der S&P 500 um 1,2%. Und jetzt begrüße ich an meiner Seite Felix Hüfner, er ist Chefvolkswirt von UBS Deutschland und Europa. Genau. Und ich freue mich sehr, dass Sie hierher gekommen sind. Wir haben eben über steigende Preise gesprochen, über die Preise, die jetzt schon vielen Unternehmen schaden, also sie deutlich belasten, die Energiepreise. Und wir haben heute neue Indikatoren bekommen dafür, nämlich, dass es noch schlimmer werden kann. Heute wurden die Erzeugerpreise veröffentlicht. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist gewaltig. Im Februar 2022 im Vergleich zum Februar 2021, Herr Höfner, ging es um 25,9% nach oben, also gut ein Viertel. Das ist ein Rekordtempo. Was bedeutet dieser Anstieg der Erzeugerpreise? Ja, Sie haben recht. Das ist ein Trend, der sich schon seit einigen Monaten andeutet. Ungefähr die Hälfte des Anstieges ist auf Energie zurückzuführen. Und die andere Hälfte zu einem Gutteil die Lieferengpässe. Es gibt weltweit Probleme, Chips zu bekommen, und die Vorprodukte generell für Unternehmen werden teurer. Das heißt, für die Unternehmen verteuert sich die Produktion. Und wichtig ist, dass die Erzeugerpreise im Februar noch nicht den Ukraine-Effekt mit drin haben. Das heißt, da kann potenziell auch noch mehr Preisdruck kommen. Für Unternehmen heißt das, dass sie versuchen werden, das in die Verbraucherpreise weiterzugeben. Genau. Das heißt, es baut sich Inflationsdruck auf, den wir dann auch in der Inflationsrate für die Verbraucher sehen werden. Bleiben wir noch kurz dabei. Welches Szenario droht denn? Also wenn der Stichtag war tatsächlich der 15. Februar, also noch ein paar Tage vor dem Ausbruch des Krieges, vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Bis wohin kann es noch gehen? Was fürchten Sie für den nächsten Monat, für den März? Ja, wir haben gesehen, dass die Energiepreise, der Ölpreis sich deutlich verteuert hat, auch der Gaspreis seit dem 24. Februar. Das heißt, da wird es weiter nach oben gehen. In der Inflationsrate für die Verbraucher glauben wir, dass wir jetzt von 5,5% auf 7,5% im April gehen und dann langsam uns wieder nach unten bewegen. Aber im Jahresdurchschnitt wird die Inflationsrate für die Verbraucher bei ungefähr 6,5% liegen. Das heißt, da steht uns noch einiges bevor. Wenn es ein Energieembargo, ein Gas- und Ölembargo gibt, dann sagen manche, dann könnten die Inflationsraten zweistellig sein. Dann gehen die Energiepreise noch mal durch die Decke. Glauben Sie das? Ja, es wird auf jeden Fall wesentlich teurer werden. Denn zum einen, wie Sie diskutiert haben, gibt es ja diese Energieknappheit in diesem Szenario. Und zum anderen wären die Energiepreise wesentlich höher. Wir rechnen in einem Szenario, wo es zu einem Embargo kommt, mit Ölpreisen von um die 180 Dollar. Wir sind ungefähr um die 100 Dollar im Moment. Das heißt, da wird sich Inflationsdruck aufbauen. Das kann dann durchaus in den unteren zweistelligen Bereich gehen. Ja. Das heißt auch für Verbraucher, also tanken noch mal viel teurer, Lebensmittelpreise, die ja jetzt auch schon drastisch gestiegen sind, noch mal teurer? Wenn es zu diesem Szenario kommt,
In unserem Szenario mit den 7,5% bis April unterstellen wir, dass der Ölpreis nicht über 120 Dollar steigt. Das heißt, in diesem Szenario stehen uns noch 2-3 Monate von höheren Inflationsraten bevor es wieder leicht runtergeht. Aber in einem Szenario, wo es zu einem Embargo kommt, dann muss man sich auf wesentlich höhere Preise einstellen, ja. Und das ist genau die Frage. Ist das Szenario Embargo inzwischen das realistischere Szenario? Sind Sie vielleicht noch zu optimistisch? Sind Ihre Prognosen bald schon Makulatur? Ja, wir haben unsere Prognosen heruntergenommen um 2 Prozentpunkte für Deutschland. Wir sind jetzt bei 2,3%. Das ist immer noch sehr, sehr ordentlich im historischen Vergleich. Und von daher, wenn Sie sich auch die Börse anschauen, ist das, glaube ich, das Szenario, was die meisten Leute unterstellen. Ich glaube, ein Szenario, in dem wir ein deutlich schwächeres Wachstum bekommen. Wir erwarten für ein Gas-Embargo-Szenario eine Rezession in Deutschland. Das ist, glaube ich, bei den meisten Leuten eher das Risikoszenario als das, was wir im Moment prognostizieren. Die Finanzmärkte bzw. alle haben sich ja praktisch geirrt. Auch die Wirtschaft hat sich nicht auf diesen Krieg eingestellt. Es hat uns im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt erwischt. Also dieses Ölembargo, ich beharre noch mal ein bisschen darauf. Man sagt, ja, kann sein, es muss nicht passieren. Also wir rechnen immer noch mit einem anderen Szenario. Es könnte alles noch besser ausgehen. Aber das haben wir vielleicht gelernt, dass in diesem Krieg nichts unmöglich ist. Das ist richtig. Das sind politische Entscheidungen. Da tun sich die Finanzmärkte schwer, das zu prognostizieren. Wir denken, in solchen Momenten macht es eher Sinn, in Szenarien zu denken. Also man sagt, die Rezession bekommen wir im Falle eines Embargos. Wenn wir es nicht bekommen, dann kommen wir vielleicht mit Wachstum um die 2-2,5% davon. Und dann gibt es vielleicht noch so ein mittleres Szenario, wo man sagt, der Ölpreis steigt etwas mehr vom heutigen Niveau, aber wir kommen um dieses Embargo herum. In dieser Breite bewegt man sich und dann schaut man, was die Nachrichten von der Politik sind und passt entsprechend seine Szenarien an. Auch hier nochmal die Frage, der Staat müsste mithelfen. Kann der Staat nach Corona mit diesen Milliardenhilfen, mit diesen Milliardenhilfspaketen noch viel ausrichten, noch viel helfen? Ich glaube, das ist in der Tat unterwegs im Moment. Man sieht das auf vielen verschiedenen Bereichen, wo die Staatsausgaben ansteigen. Das sind zum einen die Hilfen für die Haushalte und die Unternehmen, um mit den hohen Energiepreisen umzugehen. Da werden wir sicherlich noch mehr bekommen. Auch Kurzarbeit wird wahrscheinlich wieder mehr in Anspruch genommen. Auf der anderen Seite haben Sie Ausgaben, die nicht aus Konjunktursicht erfolgen, wie die Verteidigungsausgaben, die steigen. Es wird mehr Ausgaben geben, um die Flüchtlingsströme zu bewältigen, führt ja auch zu mehr Ausgaben der Haushalte, der öffentlichen Haushalte, wie wir 2015/16 gesehen haben. Und zuletzt die ganzen Investitionen in die Energiesicherheit, die Flüssiggasterminals. Also da wird es wesentlich mehr Staatsausgaben geben, als wir es im Moment sehen. Ja. Herr Hüfner, ich bedanke mich vorerst bei Ihnen, weil das der erste Teil unseres Gesprächs war. Sie bleiben noch bei uns und wir gönnen uns zunächst einen Blick nochmal auf die Finanzmärkte und da auf den DAX. Der ist mit recht kräftigen Minuspunkten gestartet. Inzwischen ist das Minus deutlich kleiner geworden, 10 Punkte tiefer, der DAX bei 14.403 Punkten. Wir schauen auf die Börse in Moskau, auf die Daten dort. Der russische Aktienindex, der stürzte ab bis zum 24. Februar um 50%. Seit dem 25. Februar werden russische Aktien nicht mehr gehandelt. Und das bleibt auch heute weiter so. Also auch heute, knapp 4 Wochen danach, gibt es weiter keinen Handel mit russischen Aktien. Es gibt einen beschränkten Handel seit heute mit russischen Staatsanleihen. Weiter gehandelt wurde aber der Rubel. Und der Rubelkurs hat auch einen massiven Absturz erlebt gegenüber Dollar und Euro. Auch da ein Minus von 50%. Der Rubel stürzte auf ein Rekordtief. Wir greifen nochmal die Moskauer Börse auf. Das gab es eigentlich in der jüngeren Finanzgeschichte noch nie, dass die Börse eines so großen Landes so lange geschlossen war. Beispiellos. Heißt es, dass ein paar reiche Investoren, ich übertreibe jetzt ein bisschen, nicht mehr mit ihren Aktien ihr Geld vermehren können? Oder hat das andere Implikationen? Ja, zum einen kennt man das Aussetzen von Börsenkursen bei Einzeltiteln.
Immer wenn große neue Informationen kommen, es große Kursbewegungen gibt, dann setzt man den Kurs temporär aus. Wir haben auch gesehen, nach dem 11. September war die US-Börse kurzzeitig geschlossen. Mhm. Aber Sie haben recht, eine so lange Börsenschließung ist ungewöhnlich. Es erfolgt in der Regel dann, wenn man Panik vermeiden möchte. Wenn neue Informationen da sind, wenn man den Leuten Möglichkeit geben möchte, die Informationen zu verarbeiten. Denn die Börse im Prinzip setzt ja Preise für Informationen. Und da möchte man den korrekten Preis hinbekommen. Für die russische Wirtschaft ist es wichtig, denn die Börse bringt ja zusammen Kapitalanleger und Leute und Unternehmen, die Kapital suchen. Mhm. Das heißt, wenn das ausfällt, ist das ein großer Schaden für die Volkswirtschaft. Was heißt das konkret für ein Unternehmen? Kann es kein Geld mehr aufnehmen? Also klar, es kann natürlich, es gibt keine Börsengänge, man kann keine Kapitalerhöhung machen. Ist das, führt das dann auch so weit, dass man eventuell Menschen entlassen muss, dass man nicht mehr investieren kann? Also jetzt schon nochmal auf die großen Konzerne da geschaut, ja, die ja auch unter den Sanktionen leiden, was ja Sinn der Sache ist. Richtig, zum einen gibt es Probleme, dass man Unternehmen, die Kapital brauchen, es im Moment nicht bekommen. Andere Unternehmen werden auch Investitionen zurückstellen. Weil wenn man nicht genau weiß, wann man wieder an Kapital kommt und zu welchem Preis, dann stellt man Investitionen zurück. Das mag auch Auswirkungen haben auf den Arbeitsmarkt, auf die Beschäftigung. Insgesamt glauben wir, die russische Wirtschaft wird um ungefähr 10% dieses Jahr einbrechen. Aus verschiedenen Gründen. Dieser Grund kommt mit oben drauf. Ich möchte noch ganz kurz ein bisschen beim Handel bleiben. Man kann auch keine ETFs mehr auf russische Aktien handeln, also auf die russischen Aktien, Börsenbarometer, Aktienindizes. Was heißt das eigentlich für Anleger, so generell auch noch mal gefragt? Wenn der Handel ausgesetzt ist, habe ich dann einen Totalverlust? Wird das dann einfach nur ausgesetzt? Danach geht es wieder weiter, wahrscheinlich mit einem Einbruch. So ist es im Moment zumindest vorhersehbar. Was bedeutet das für Anleger? Richtig, der Anleger kann während der Börsenschließung nicht handeln und muss dann handeln, wenn die Börse wieder aufmacht, zu den Kursen, die dann bestehen. Das heißt, in der Phase, wo kein Handel stattfindet, ist der Anleger praktisch in seinen Anlagen gefangen und muss warten, bis es weitergeht mit dem Handel. Darf ich noch mal kurz fragen, was wäre denn, wenn die Frankfurter Börse, wenn hier der Handelsplatz so lange geschlossen wäre, was würde das für die deutsche Volkswirtschaft bedeuten? Hätte das Implikationen? Ja, es hätte Implikationen für Unternehmen, die Kapital suchen. Ich glaube auch für Anleger, die wären sehr verunsichert. Man würde sich überlegen, ob man auch zukünftig in Aktien investiert, wenn es keinen Kurs dafür gibt. Aber ich glaube, ganz wichtig, und das ist auch jetzt bei der Konjunktursituation, wo wir sind, ist das Vertrauen. Das Vertrauen, dass man immer handeln kann, dass es einen Preis gibt, der in einer Volkswirtschaft ja sehr wichtig ist, gerade auch für Investitionsentscheidungen. Wenn es den nicht gibt, würden Unternehmen reagieren, indem sie Investitionen zurückstellen, erstmal abwarten. Und das hat Implikationen für Beschäftigung und natürlich auch für Wirtschaftswachstum. Trotzdem ist die Schließung einer Börse das kleinste Problem, was wir im Moment zu besprechen haben. Ich komme noch mal kurz auf die russische Wirtschaft zurück. Sie haben gesagt, Einbruch 10%. Wenn es ein Ölembargo gäbe, was würde das für die russische Wirtschaft bedeuten? Das ist schwer zu sagen. Da haben wir kein Szenario in Zahlen. Aber wenn Sie sich anschauen, was im Moment passiert, Sie haben gezeigt, der Rubel ist deutlich eingebrochen. Die Inflation wird dieses Jahr auf über 20% steigen. Die Notenbank hat die Zinsen auch auf 20% angehoben. All das ist natürlich unglaublich belastend und führt zu diesem 10% Rückgang. Und man sieht das auch schon in den Zahlen. Wir schauen uns beispielsweise an, die Frachter, die nach Russland fahren, die Anzahl der Frachter ist um 50% gefallen seit dem 24. Februar. Das heißt, der Handel wird massiv einbrechen. Das heißt, die Sanktionen wirken? In den Zahlen, die wir jetzt sehen, ja. Und das werden auch die Menschen in Russland spüren oder spüren sie schon? Was wissen Sie davon? Na, schauen Sie, wenn Sie die Inflationsentwicklung sehen, es wird wesentlich teurer. Die Güterinflation misst ja die Güter und die Dienstleistungen, die die Haushalte bezahlen, die werden wesentlich teurer. Die Abwertung des Rubels führt dazu, dass die Importe aus anderen Ländern, wenn sie überhaupt möglich sind, teurer werden. Also das hat deutliche Effekte. Herr Hüfner, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute Morgen hier waren, dass wir über die Auswirkungen
für die Finanzmärkte, für die Wirtschaft sprechen konnten. Die Situation wird tatsächlich immer schwieriger für uns, aber vor allen Dingen auch für Russland. Die Sanktionen wirken, das haben wir gerade erfahren. Und wir werden sehen, welche Sanktionen noch von EU-Seite aus beschlossen werden oder beschlossen werden müssen, um diesen Krieg vielleicht zu beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Hüfner, dass Sie da waren. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und ich freue mich darauf, wenn Sie morgen wieder bei uns sind.